sag mal so, was ich dir sage, das mach ich auch so. Ich sag dir so, Berliner Winter brauchst du bis den Sommer. Ich sag mal so, was ich dir sage, das mach ich auch so. Helm und Langhund, die der ist voller Kurt. Schlachten sie, Dicker, wir leben auf Boot. Isu mal so, Dicker, Isu mal so. Isu mal so, Dicker, Isu mal so. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Tipp des Monats. Ich sag mal so, es geht wieder endlich los. Ihr habt hoffentlich lange gewartet, jetzt kommt eine Menge Scheiß. Wir fangen an mit dem Thema Mode heute mal. Bedeutet Marni, meiner Meinung nach eine meiner Lieblingsbrand aktuell. Sehr, sehr coole Dinger. Bin ich drauf gekommen, weil ich Lil Uzi Vert und Future dieses Tape gehört hatte und Lil Uzi ja sein Part hat. Money on money on money on me. Ich habe erst verstanden, money, money, money on me. Ich denke so, google das mal so und dann sehe ich Marni. Ach so, ist eine Marke. Guck nochmal genau und sehe, ach, habe ich auch schon mal bei A$AP Ness auf diesem Account gesehen, was er die ganze Zeit postet. Sind diese übergeilen Strickpullover, Leute? Ich blende sie euch nochmal ein, dann seht ihr sie entspannter. Aber ich sag mal so, sie sind bekannt dafür, für ihre entspannte Silhouette. Das ist genau die Marni-Ästhetik. Denn klobige Schuhe, weite Hosen, längere Hemden, diese Strickpullover ist genau der Trend, den Marni seit 2002 fährt. Wir alle checken ihn ja erst seit 2017, 18, 19, manche auch erst seit 2020, dieser Vintage-Used-Look. Aber sie machen das wirklich seit 2002, deswegen Marni, absoluter Trendsetter meiner Meinung nach, sehr, sehr geil. Was meinst du, ist gut gewesen oder was? Ja, war ganz gut. Ich würde vielleicht noch an deiner Stelle sagen, dass Marni von Frau Castello Castellioni ins Leben gerufen wurde. Sie selber ist Schweizerin und ihr Mann ist Italiener, der dort Pelze gehandelt hatte. Die Marke wurde 1994 ans Leben gerufen und 2000 hatten sie dann den ersten Store in London eröffnet gehabt. Ja, sind ganz coole Side-Facts auf jeden Fall. Man kann auch sagen, von denen auf jeden Fall, dass 2002 hatten sie ihre erste Herrenkollektion an den Markt gebracht gehabt und sind damit auch gleichzeitig online gegangen und waren sozusagen auch diesbezüglich Trendsetter im Bereich des Online-Klamottensverkaufen. Man kann noch sagen, es war richtig auf jeden Fall mit der entspannten Silhouette, dass das genau die Marni-Ästhetik ist. Finde ich eigentlich alles sonst ganz gut. Strickpullover fandest du gut. Machen wir weiter so. Finde ich sehr gut. Nächster Take. Ja, alles klar. Danke dir, Dicker. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. BB Simon, Leute. Belt by Simon. Krankestes Feature. Das sind diese Gürtel, Ledergürtel mit Edelstein oder Swarovski-Kristallen bestückt. Sehr kranke Dinger. Wenn ich drüber nachdenke, habe ich das erste Mal, glaube ich, bei Wiz Khalifa damals gesehen gehabt. Was soll ich dazu viel sagen, Leute? Warum hat keiner in Deutschland diesen Gürtel? Ich kenne nur 1, 2, 3 Leute, die diesen Gürtel haben. Und ich sage euch, ich gehöre bald zu ihnen, denn dieses Ding ist ein absolutes Muss. Hat jeder Grapper an, nur keiner aus Deutschland. Ich sag's mal so, Leute. Was meinst du, ist jetzt besser oder wie? Bro, ich sag dir ganz ehrlich, der war noch schlechter als der erste Durchgang. Man sollte vielleicht damit anfangen, die Marke wurde 1987 ins Leben gerufen von Simon Travassioli. Dieser Mann ist ein Iraner und hat früher als Elektriker gearbeitet. Ungefähr in den 70er Jahren ist er dann nach Los Angeles ausgewandert und hat seinem Cousin dort geholfen, Gürtelschneiden herzustellen. Und ungefähr in den 2000er Jahren ist Madonna auf diesen Trend dieser geilen Gürtel aufgesprungen und hatte bei einer Show, wo sie auf ihrem Cowboy-Film war, diesen geilen Gürtel getragen. So sind auch viele andere Rapper auf den gleichen Zug aufgesprungen, zum Beispiel das Dipsy-Kollektiv aus Harlem, New York, haben das von Max B abgeguckt, sich diesen geilen Gürtel, und haben ihn auch komplett etabliert. Jeder hat ihn getragen in New York und jeder andere Army-Rapper hat ihn auch getragen, Lil Wayne. Jetzt auch Wiz Khalifa, Lil Uzi, ich muss euch die doch nicht alle erzählen, jeder Army-Rapper trägt die. Die Frage ist nur, warum trägt die kein Deutsch-Rapper, wirklich, Leute? Deutschrap, ich bitte darum, dass ihr euch diesen Gürtel holt. So macht man das, Mann. Ja, das hat sich besser angehört, du hast recht. Leute, wir kommen zu dem Thema, was habe ich diesen Monat geschaut zum richtigen Abscheißen. Bedeutet, nicht nur diesen Monat habe ich natürlich geguckt, sondern auch schon die letzten Monate. Wir fangen an mit dem 100% Real Talk Podcast von MC Boogie und Belash auf dem MC Boogie Kanal. Mein absolutes Liebling, es kommt auch jeden Sonntag online, ich glaube 18 Uhr, 10 Uhr, ich weiß nicht mehr ganz genau, es kommt auf jeden Fall jeden Sonntag online, ist krank. Die interviewen halt auch immer Leute und sprechen Themen an, die einfach nicht jeder 0815 Podcast anspricht. Haben halt geile Gäste, die Atzen, Herzog, PTK war da,
Sido, Flair, Carsten Stahl, Alter, einfach nur jeden Typen, den man eigentlich im Deutschrap kennt, war dort schon vertreten und wird auch noch vertreten, kommt auch noch. Also ist krank, ich liebe diese Serie. Ja, hast du vielleicht noch was auszusetzen, Dicker, oder was? Bro, Dicker, seit wann ist Carsten Stahl ein Rapper? Fangen wir mal erstmal so an. Und wir sollten vielleicht auch so anfangen, dass wir erstmal die ganzen Rapper charakterisieren sollten, bevor du sie hier irgendwie vorstellst. MC Boogie, meiner Meinung nach, und ist nicht nur meiner Meinung nach, der Mann ist der Bürgermeister von ganz Berlin-Lankwitz. Bedeutet, er hat 1978, war er zum ersten Mal auf dem Bassbox-Tape drauf. 2002, wie du es hier geschrieben hast, hat er sein erstes Album Lyrischer Hooligan rausgehauen. 2016 hatte er dann bei TV Straßensound, ist er eingestiegen und hat ein paar Interviews geführt gehabt. Solltet ihr die hoffentlich auch gesehen haben. Sehr empfehlenswert, viele Interviews von ihm. Wie alt warst du mit 6 Jahren? Zum Beispiel ein ganz geiler Insider diesbezüglich. Er hatte auch natürlich an legendären Battle-Rap-Sachen mitgemacht gehabt, könnt ihr euch auch reinziehen. Ging da so ein bisschen um Mutter-Dings und das war dann früher natürlich noch nicht so im Rap, aber Battle-Rap kann man auch mal die Mutter beleidigen. Aber nicht bei MC Boogie, Leute, deswegen reinziehen, sehr geil. Belasch, sein zweiter Mitstreiter, ist Musikproduzent und Musiker. Der Mann kommt aus Kreuzung und sozusagen der Bürgermeister von Kreuzberg. Dieser Typ redet gerade auch in seinen Rap-Sachen über Themen, die sonst nicht angesprochen werden. Und ja, ungefähr in den 2000ern war er DJ, sein Name war Onside. Viele Berliner Clubs hat er dort aufgelegt gehabt. King-Typ, ich sag's mal ganz ehrlich, Leute, und diesen 100% Retalk-Podcast solltet ihr euch definitiv geben, denn das Ding ist ein absolutes Muss und gehört zum perfekten Sonntag dazu, ich sag's mal ganz ehrlich. Schon viel besser. Kommen wir zum letzten, Leute, den ich mal abscheißen. Guckt halt diesen Monat. Action Bronson. Rapper, Koch, hat seine eigene Fernsehserie auf dem YouTube-Kanal. Munchies, könnt ihr die Serie von ihm sehen. Die heißt Fuck Is This Delicious. Eine Serie, wo er rumreist in der ganzen Welt, sich einen reinkippt, einen reinbabert und einfach das geilste Essen isst, was es geht und das beste Leben lebt, was man leben kann. Ich sage, so eine absolute Traumempfehlung meiner Meinung nach. Sehr, sehr gut zum abendlichen Ausschalten, Abschalten, mit Freunden abscheißen. Könnt ihr das auch sogar sehr gut gucken. Das ist eine Sache, die man sich gut mal zu zweit angucken kann. Sehr gut, Bro. Das war ein guter Durchgang. Action Bronson, absoluter King-Typ, feiere ich auch sehr. Kann ich nur weiterempfehlen. Naja. Leute, zieht euch den rein, der ist wirklich hart. So, wir sind bei Musik angekommen, Leute. Erster Track, den ich abnormal gefeiert habe, ist diesen Monat Lil Guarded Feat Lil Keith Brotherly Love. Ein absoluter Banger. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gehört hatte, zwei Homies von mir, Mika, Marlon, Charles, an der Stelle an euch, haben den Banger beim Homie bei mir angemacht gehabt. Mhm. Und Marlon war es auf jeden Fall, der den Track komplett auswendig konnte. Und genau die eine Stelle, die ich euch gleich zeige, hat er immer schön reingeschmatzt, also schön geil performt. Und ich sage euch, seitdem habe ich mich in diesen Track verliebt und muss immer an die beiden Jungs denken. Aber unabhängig davon ist es für mich auch ein Track, der immer geht. Der geht wirklich immer. So, voll verkackt. Uff. Ja, man kann dir vielleicht noch sagen, was du vielleicht vergessen hast, dass Lil Keith bei YSL Record ist von Young Talk. Er kommt aus Atlanta, er ist 23 Jahre alt und kommt aus der Zone 6 in Atlanta. Das gleiche gilt für Lil Guarded, doch er ist beim Alamo Label auch aus Atlanta, auch aus der Zone 6 und er ist 21 Jahre alt. Wirklich kranke Hustler, diese beiden Boys, kann man nicht anders sagen. So, der nächste absolute Banger, den ich sehr gefeiert habe diesen Monat, ist Mr. Rage von Trippy Red feat. Playboi Carti. Doch das ganze Problem bei dieser Sache ist, der Track wurde ja schon vor 2-3 Monaten geleakt. Da hat er ein Insta-Video gemacht gehabt, ein bisschen gedanced, in dieser Kröle geraucht. Kranker Vibe kam da direkt rüber, wirklich. Habe ich natürlich mich nicht spurten lassen, direkt YouTube gegangen, Leak eingegeben, eine Sache gefunden, dann so ein Fan-Made-Leak gefunden von so einem, wo ein alter Playboi Carti-Part draufgeschnitten wurde. Und ich sag ganz ehrlich, Leute, Finger weg von den Leaks, weil die Scheiße versaut alles. Ich freue mich, Trippy haut den Track raus, ich höre den und denke mir, oh mein Gott, Trippy hat reingeschissen, Cardi, naja, okay, seine 10, 6 Zeilen, die er da sagt oder sowas, sind zwar irgendwie hart, aber ist auch nicht das Wahre. Deswegen, Leute, Finger weg von den Leaks, das lernen wir da raus, aber trotzdem feiere ich den Track halt hart, weil der Beat ist halt einfach nur brutal. Ja, mir fällt da doch noch direkt ein, dass du sagen könntest, Trippy Red, 21, kommt aus Ohio,
ist die gleiche Stadt tatsächlich wie Marilyn Manson, falls Ihnen jemanden was sagt. Er ist in dem Label 1400 Entertainment. Playboi Carti ist 24 Jahre aus Atlanta, aus der Zone 3. Label Org vom A$AP Mob Clan ist das ganze Label, Leute. Und ja, finde ich hart. Wir sollten einfach mal direkt reinhören und nicht lang schnacken. Dieser Beat ist einfach nur zu krank, muss ich sagen, Alter. Ich kann den Dauerschleife hören. Ich liebe dieses Baby, Alter. So, wir kommen zum nächsten absoluten Banger. Wir kommen zu einer meiner Lieblinge, der noch sehr, sehr oft hier wirklich vorkommen wird. Das ist der Chief Keef mit dem Track Yes. Meiner Meinung nach, bei Chief Keef ist es so, man muss erstmal so 2, 3, 4, 5, 6 Tracks hören, um wirklich auf seinen Vibe zu kommen, seine Stimme zu fühlen, die Emotionen, die er rüberbringt und das alles wirklich anfangs, also schon wirklich sehr lange her, vor 3, 4 Jahren habe ich Chief noch nicht so gefeiert, aber dann habe ich, wie gesagt, so viel gehört und ich liebe ihn jetzt absolut, Digga. Der Mann ist einer der besten Typen, die es gibt. Und ihr habt da eine große Auswahl an Alben, EPs, die er nämlich rausgehauen hat. Der hat so viel, der Mann. Deswegen könnt ihr euch da einmal geil durchfuchsen. Ja, muss ich auch sagen, Chief, einer meiner absoluten Lieblinge. Wirklich, wenn ich diesen Track höre, ist gefühlt, ich komme in den Club rein. Jede Chica will mich, der Club gehört mir. Ich fühle mich wieder über Boss. Wollen wir nicht lang schnacken, wir zeigen euch mal direkt den Track. Go, 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 go. Many miles walking, no, 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 no. Yo, we gon' take it slow, 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 slow. Mein Gott, dieser Track ist zu hart. So, damit kommen wir auch schon zum nächsten Track, würde ich sagen. Und das ist Gunna MOTW, Man of the Week. Gunna, 27 Jahre alt, aus Atlanta, Label YSL, also auch bei Young Thug unter dem Label. Und ich sag ganz ehrlich, wenn ich diesen Track hier höre, erinnert mich das direkt an Drip Season 3. Unnormal kranker Vibe, Digga. Den Track kann ich überall hören. Im Park, am Strand, wenn ich eine komplette Loser-Keule geraucht habe und in der Couch einpflanze. Irgendwohin, auf dem Weg zum See, ich weiß nicht, ich kann ihn in der Sonne hören, immer kann man diesen Track hören, selbst wenn man traurig ist, könnte ich den irgendwie, glaube ich, sogar hören, weil ich den so hart finde. Ganz sehe ich tatsächlich genauso, auch einer meiner absoluten Lieblinge, und hast du eigentlich alles gesagt, was zu sagen hast? Ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein in das Baby. Ja, wir kommen jetzt auch schon lange zum Ende des Videos, Leute, aber selbstverständlich, die beste Sache kommt noch, der Insider des Monats, der ist diesen Monat, du bist es nicht, du bist es absolut, und ja, ihr wisst ja, der Erklärmeister ist hier wieder nicht am Start, deswegen stellt euch folgende Sache vor, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen am Chillen, auf Tinder am Swipen, so, Scheiße, Bro, Digga, hast du die schon gesehen, Digga? Die ist es. Bro, fuck, Digga, was quatschst du, Digga? Die ist es absolut nicht, Diggi. Die sieht... Digga, was ist denn das für eine Krötenfresse, Bruder? Was? Fuck, die ist absolut die ist nicht, absolut, Digga. Was laberst du, Digga? Links. Digga, der ist es doch nicht. Schachmatt, ich bin's. Glück im Unglück, ich bin's absolut, Digga. Checkt die Bio ab, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächste Woche, Sonntag, 12 Uhr, sehen wir uns wieder. Natürlich auch mein Homie, wie immer, die Bio, Freddy. Shoutouts an dich. Ohne ihn würde hier doch gar nichts gehen. Eigentlich wollte ich es jetzt gerade wegwischen, Leute. Aber naja, Glück im Unglück, wie man sagt. Nächste Woche, Sonntag, 12 Uhr, wir sehen uns.